Ich muss sagen, ich war nie ein großer Mercedes-Fan. Mir waren es immer ein bisschen zu schwammig und zu elegant, zu wenig auf der sportlichen Seite. Das hat sich in den letzten Jahren dramatisch verändert. Wenn man sich die aktuelle Produktpalette anschaut, da sieht man, bei Mercedes wird kräftig Gas gegeben. Und trotzdem hat ein Auto gefehlt, das so richtig am Markt performt. Die neue C-Klasse, in die werden alle Hoffnungen gesteckt und deswegen hat man auch nicht lang herumfackeln können. Das musste ein großer Wurf werden. Wir haben die neue C-Klasse da. In der Version 350, also eine Top-Motorisierung in einer feinen Ausstattung, nämlich Avantgarde. Das ist die sportlich-klassische Ausstattungsvariante. Und wir schauen uns an, was die neue C-Klasse alles kann und was die Mitbewerber dazu sagen werden. Mit der C-Klasse will Mercedes zurück an die Spitze. Daher hat der kleine Mercedes viel Technik von der großen S-Klasse abbekommen. Zum Beispiel die Agility Control Stoßdämpfer. Sie passen sich automatisch der Fahrsituation an. Bei langsamer Fahrt mit hohem Abrollkomfort, bei schneller Fahrt mit strafferer Dämpfung. Um die junge, sportliche und dynamische Klientel geht es Mercedes mit der neuen C-Klasse. Die hat man ja bislang nicht so wirklich erreicht und deswegen klare Ausrichtung, scharfe Motoren, aber auch scharfe Ausstattungsvarianten. Normalzustand ist Klassik, dann gibt es die Eleganz-Ausstattung und für die sportlichen Fahrer die Avantgarde-Ausstattung. Da ist alles straffer, alles härter, da ist Aluminium im Innenraum und damit es auch wirklich alle wissen, auch die, die auf der Straße stehen, gibt es einen anderen Grill beim Avantgarde. Hat die Eleganz-Ausstattung einen normalen Wappengrill und den obligaten Mercedes-Stern. Hier setzt man bei der Avantgarde-Ausstattung auf den großen Stern in der Mitte und den dynamischen Grill, so wie wir ihn hier sehen. Die Motorenauswahl fängt mit 156 PS an und hört mit der von uns getesteten Top-Motorisierung mit 272 PS auf. Papa, I'm a millionaire. Um Sportlichkeit und Dynamik geht es bei der neuen C-Klasse, zumindest in der Avantgarde-Ausstattung. Das merkt man nicht nur außen, sondern natürlich auch innen. Die verwendeten Materialien, das gebürstete Aluminium, aber auch wie die Materialien verwendet wurden. Zum Beispiel bei den Sitzen, die sind eher auf der straffen Seite. Da ist nichts mit Chesterfield-Garnitur, wo man sich hineinfallen lässt. Das ist fast ein Sportsitz. Genauso das Multifunktionslenkrad. Das greift sich einfach straff und hart an. Dazu das Info- und Entertainment-System, das via Knopfdruck einfach ausfährt und super gestaltet ist. Also von der Struktur und von der Bedienerfreundlichkeit ist es genau dort, wo man es erwartet. Man hat die Knöpfe, wo man zwischen Navigation, Telefon oder Radio wählen kann und hat dann einen zentralen Hebel, ähnlich wie bei BMW, wo man ins Menü hineinkommt. Das ist alles sehr schlüssig, das ist alles durchdacht und zeigt, dass die Stuttgarter mit der C-Klasse wieder an die Spitze wollen. Der C350 schöpft genug Kraft aus dem 3,5 Liter Hubraum und wirkt in jeder Situation souverän und durchzugsstark. Will man aber wirklich die 272 PS auskosten, hat Mercedes etwas Besonderes eingebaut. Ein Knopfdruck genügt und die Lenkung wird direkter, die Gasannahme schärfer und die Schaltwege kürzer. Diese kleine Taste macht aus dem gemütlichen Cruiser eine echte Spaßmaschine. Also 10 von 10 Go-Sternchen für den Fun-Faktor. Die günstigste C-Klasse bekommt man schon ab 30.000 Euro. Da ist immerhin die 2-Zonen-Klimaautomatik inkludiert. Der Kofferraum ist auf 475 Liter gewachsen und der Verbrauch soll sich laut Mercedes dank niedrigem CW-Wert in vernünftigen Ausmaßen halten. Preislich kann die C-Klasse den Konkurrenten 3er BMW und Audi A4 nichts vormachen. Ein Mercedes ist und bleibt einfach ein Mercedes. 5 von 10 Go-Sternchen für die Wirtschaftlichkeit. Dass Mercedes sichere Autos baut, wissen wir. Neu hingegen ist der Knie-Airbag für den Fahrer. Das adaptive Bremslicht, das bei starker Bremsung den nachfolgenden Verkehr durch blinkende Bremsleuchten warnt, oder das Adaptive Brake System, das mit dem der S-Klasse verwandt ist. Das ESP ist notwendig, obwohl es etwas zu schnell eingreift. 10 von 10 Go-Sternchen für die Sicherheit. Der von uns getestete Mercedes C350 verfügt über einen 6-Zylinder-Motor mit 272 PS
und 3498 Kubikzentimeter Hubraum. Maximales Drehmoment 350 Newtonmeter bei 2400 Umdrehungen die Minute. Beschleunigung von 0 auf 100 in 6,4 Sekunden. Höchstgeschwindigkeit 250 km/h. Verbrauch im Test 9,7 Liter. Der Preis unseres Testwagens 65.373 Euro.